So, da sind wir auch schon wieder bei SpongeBob Schwammkopf, Kampf um Bikini Bottom, Rehydrated. Ich hasse diesen Namen. Wir sind jetzt hier, ja, weiter in die Heldenhöhle vorgedrungen, müssen ein paar Schalter betätigen. Also mache ich mir mal auf Le Weg. Okay, da ist... Boah. Das alles so verwinkelt sein muss hier, ne? Da habe ich fast die falsche Taste gedrückt. So, hier ist doch schon ein Schalter, oder was? Der ist gerade wieder gespawnt. Das ist schon ein bisschen frech. Was ist das hier? Es glänzt. Da muss man bestimmt irgendwas gegenschmeißen, kann das sein? Ach, das ist wie so eine Bahnanlage hier. Frechheit. Ich habe absolut keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Ich gehe erstmal ein Mühe weiter. Mr. Krebs, was hast du denn? Hör mal, Junge, unter diesem Glas befindet sich Gold. Gold, sage ich. Meine Augen werden schon feucht, wenn ich es nur ansehe. Du musst lediglich diesen riesengroßen Ball in diese Tasse befördern. Welche Tasse denn? Wo ist denn hier eine Tasse? Da ist ein Loch. Wie bringe ich den Ball denn ins Rollen, Mr. Krabs? Du musst zuerst auf dieser Rampe Blasenbowling einsetzen, um den Schalter zu treffen. Viel Glück, SpongeBob. Mein Geldbeutel zählt auf dich. Okay. Ich mache erstmal den hier. Hallo. Alle Neune! Und nu? Du rollst das Ding dahin. Fällt da runter. Sehr schön. Was habe ich nur gewonnen? Okay. Also muss ich das Ding hier drehen. Das habe ich gerade gemacht. Bleibt das denn auch so? Oder wird das jetzt irgendwie wie so eine... Wie so Quicktime-Events? Warte mal, geht das hier hin? Alles klar, es bleibt natürlich nicht so. Wie kriege ich denn hin, dass... Warte mal, da oben muss die Kugel rein. Das heißt, das Ding muss an und für sich erstmal gedreht werden. Aber wie mache ich denn das wieder? Wieso auf jeden Fall schon mal nicht. Da oben ist das. Das macht nur das, oder? Ich mache das hinter mir auch. Ah, es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach... Sieg. Damit der Ball das Ende erreicht, musst du die Maschinenteile entlang der Strecke bewegen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Deswegen werde ich mich hier erstmal ganz kurz umgucken. Ach du Heiligen. Warte mal. Was macht das hier? Okay. Das macht das Ding dahin. Das kommt aber von da. Wie kriege ich denn das Ding da runter? Muss ich irgendwie das Zahnrad gedreht bekommen? Dann rollt das hier lang. So, was macht das hier? Das hebt den Hammer, so wie das aussieht, oder? Kann das sein? Ey! Wir sehen, ob das den Hammer hebt. Du, deaktivier dich mal wieder, bitte. Jo, das hebt den Hammer an, okay. So. Ach, und dann soll ich die ganze Chose hier auch noch da rein befördern. Oh Gott, oh Gott. Was ist das hier jetzt noch? Oh Gott. Wenn das da drin ist, dann dreht sich der. Und dann muss ich hier mit Blasenbowling den Schalter drücken. Na, ob ich das jemals hinbekomme? Ich weiß ja nicht. Na, vor allen Dingen, wie dreht sich denn das da? Das weiß ich noch gar nicht.
Fall ich. Kann hier, soweit ich sehe, nichts machen. Die Kugel, die fällt halt hier einfach runter. Nicht das da bewegen. Irgendwo was übersehen oder so? Nee. Hier vorne ist so weiter auch nichts. Nö. Hm. Also ich kann versuchen, aber ich muss halt den komischen Löffel da nach unten kriegen. Und ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Muss ich ein Zahnrad da hinten kloppen? Gegenbowlen. Oh. Okay. Na, dann ist das alles schon wieder machbar. Genau, die rollt dann darin. Das wird dann da oben abgelegt. Dann muss ich dagegen, damit das Ding nach unten fährt. Oder? Warte mal, das geht da. So, hier rum und dahin, genau. So, dann muss ich... Oh Gott. Nach da oben mich darauf stellen, dass da die Dings zugeht. Dann muss ich den Hammer hochfahren lassen und dann muss ich da noch gucken, wie das funktioniert. Naja, ich werde schon schaffen. Also. Okay. Auf eine Art und Weise schön, dass sich das alles so langsam bewegt. Huh. Da war ich zu lang. Alles klar. Da müssen natürlich auch noch Löcher überall im Boden sein. So. Schlimm ist, die Kugel wird doch immer schneller, so wie ich das gesehen habe. Nein. Dreh dich. Okay. Warum? Jetzt geht es natürlich nicht mehr. Ich kann heulen. Okay. Oh, das kann lange dauern. Das kann lange dauern, bis ich das geschafft habe. Okay. Okay. Hat Schlenzer erfolgreich. Ja, ein Checkpoint wäre mal ganz schön. Okay, das rollt jetzt da einmal rum. Ah, es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach... Sinn. Das ist ein Witz. Oh Gott, ey. Zu früh angemacht. Ich muss mich halt so mega hart konzentrieren dabei. Okay. Ich werde das schon schaffen. Früher oder später. So. Okay. Ding ist da drauf. Hallo, ist hoch mit dir. So. Jetzt aber. Alle Neune! Alter! Okay. Das ist ein Witz.
Wie soll man das hier überhaupt so schnell schaffen? Ach Mann. Macht mich jetzt schon verrückt, der ganze Mist. Na los. So, dreh dich. Oh Gott, oh Gott. Na los. Okay, wenn das Ding ungefähr da so ist. Gucken. So, Attacke. Gut, rüber. Ich könnte kotzen. Los. Ah, es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Alter, macht mich das gerade aggressiv. Riecht nach Sieg. Ja, ich krieg auch Sieg. So, einmal da rein, bitte. Okay, mache ich das halt erst, wenn ich die da vorne sehe. Okay. Sag mal, SpongeBob, was machst du da? Dem wird doch schon langweilig. So. Jetzt aber. Und drüber. Hoch hier. Geschenke öffnen ist klasse. Man nennt mich auch Schwamminator. Strike! Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Nein, 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 bitte nicht, bitte. Ha, rüber! Nein! Oh, wie soll man das denn hinkriegen? Mann, ey. Oh, das ist ein Kotzen. Junge. Ich sehe das schon kommen. Ich schaff das nicht mal in einer Folge. So. Lass mich raten, war zu spät. Nee, tatsächlich nicht. So, mal fix was zu trinken aufmachen. Zack. So, da rollt er lang. Okay. So, darum. Und jetzt. Ich hab daneben geworfen. Schnell! Oh, SpongeBob! Alle Neune! Ich schwör bei Gott. Dass ich sowas immer ausdenkt hier. Mach hin, ne? Daneben gebohlt. So eine Warze.
So, los, weiter jetzt. Okay. Da kommt's. So. Jetzt hoch. Okay. Nein, rüber, rüber, rüber. Los, geh rein da. Mach keinen Scheiß. Dreck. Oh, ich wollte schon sagen. Okay, ich habe dahinter irgendwas gesehen, eine Socke. Ich wollte schon sagen. Blind bin ich dann doch noch nicht. Mann, Patrick. Okay, ich bin aber daneben geflogen. Solange ich eckig und ein Schwamm bin, werde ich Bikini Bottom nicht im Stich lassen. Junge. So, bist du zufrieden gemacht, mit mir? SpongeBob. Wie wäre es dann jetzt, wenn du dem alten Mr. Krabs dieses glänzende Gold gibst? Ich werde dich auch befördern. Mich befördern? Sicher? Ich werde deine Pause um ganze 10 Sekunden verlängern. Wow! Eine 20-Sekunden-Pause! Soll ich es wagen? Tut mir leid, Mr. Krabs. So verlockend das auch klingt, ich kann es Ihnen nicht geben. Ich brauche alle goldenen Pfannenwender, die ich bekommen kann. Ich verstehe, Minion. Dann ziehe ich stattdessen einfach 30 Sekunden von deiner Pause ab. Frechheit. Wow! Dann habe ich eine 20-Minus-Sekunden-Pause. Danke, Mr. Krabs. Okay, ich will aus diesem Gebiet bitte so schnell wie möglich raus. Alter Vater. So was Unnötiges. So, wo geht hier hin? Hauptkammer der Heldenhöhle. Jobbe von mir aus. Ich muss noch einen so einen Schalter drücken, ne? Ja, und wo ist er? Warte mal, gab es hier irgendwo so ein Ding? Warte mal, hier kam ich... Hier kam ich hin, wenn ich das Ding gedrückt habe. Genau. Kann ich mit dem Gerät hier nochmal sprechen? SpongeBob, drücke alle Überbrückungsschalter, ja. Das sicher... Okay. Dann muss es ja hier irgendwo noch einen geben, weil in dem anderen Gebiet da gerade gab es keinen weiter, ne? Sehe ich von hier aus schon irgendwas? Gab es hier nicht. Da ist so eine Kiste, genau. Lass mich mal hin hier. Mal direkt am Anfang hier gucken. Müssen wir auch nochmal mit Patrick hin. Obwohl, nee, das hat mich wieder da hochgeschossen. So rum war das. Ah, es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Den Geruch. Das riecht nach... See. Okay, hier war keiner so weiter. So. Da geht es da oben hin. Dann gucke ich hier nochmal. Ruhe. Okay. Irgendwo muss es ja noch so einen Schalter geben. Okay, da ist er wieder. Ich will tatsächlich hier lang. Okay, so kann man den also auch machen. Nu. Wäre zumindest die einzig logische Erklärung, dass hier nur noch irgendwo einer ist. Hier ist der Hai-O-Pai wieder. Ruhe. Autsch. Daneben. Ruhe. So, hier sehe ich aber so weiter auch nichts. Mal hier nochmal lang.
Geschenke öffnen ist klasse. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Nee. Wo ist denn noch so ein Schalter? Da habe ich den in dem Gebiet gerade übersehen. Da muss man auch noch irgendwie hinkommen. Fragen wir aber bitte nicht wie. Irgendwas habe ich übersehen. Ist nur noch nicht ganz was. Oder wo? Was weiß ich eigentlich schon. Ruhe. Ruhe. Nimm das! Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ich muss nochmal in dem anderen Gebiet gucken, glaube ich. Ja, hilft alles nichts. Weil hier sehe ich nichts weiter. Da oben vielleicht? Da oben kann sein mit Patrick. Warte mal, wie komme ich da am schnellsten hin? Einfach wieder einen Weg zurück. Warte. Bei Blaubarstube da oben. Dass ich da mit Patrick irgendwas übersehen habe. So. Springen macht die ganze Sache hier schneller. Dann will ich diese Folge eigentlich noch schaffen. Sagt die Zeit 21 Minuten. Ja, dann gibt es ein bisschen Überlänge. Dann ist das so. Gib mal her. Juhu! Los geht's! So. Das habe ich super gemacht. Gib her. So. Gib her. So. Okay, jetzt bin ich hier. Tja, wie komme ich jetzt an etwas Badesalz? Badesalz, sehr schön. Da war ja. Alles klar, dann kann ich jetzt wieder da hinten hin. Okay, Out! Aua. Der macht gleich Bogen. Autsch! So. Wiederholen. So. Hier lang. So. Und jetzt kann ich den drücken. Ich habe wieder die Kontrolle über das Sicherheitssystem. Ah. Hier ist die versprochene Belohnung. Du hast alle Sicherheitsüberbrückungsschalter gedrückt. Drücke jetzt den Hauptabschaltknopf. Gerne. Gib erstmal den hier. Ja, ja, wir lachten. Ich will mal ganz kurz gucken. Wundervoll, einer fehlt uns nur noch. Jetzt müsste da runterkommen, genau. Okay. Oh Gott, was erwartet mich hier? Kommen wir nicht sauber vor hier. Bösewichts Isolationsgebiet. Von mir aus gehe ich da fix hin und dann... Das Sicherheitssystem wurde abgeschaltet und unsere Vorsorgeuntersuchung verlief bestens. Ein Hurra auf die Gerechtigkeit und ihren mehrfach großartigen Ruhm! Ja, Gerechtigkeitsjunge, du hast auch die Stromversorgung des BIG der Heldenhöhle gekappt. Das Bösewicht-Isolationsgebiet. Ist das schlecht? Riecht mehr, Jungfrau Mann, nach saurer Milch? Ja, ja, das tue ich! Oh nein, einer der Bösewichte ist wohl ausgebrochen. Wie bitte? Ein Bösewicht läuft frei herum? Wer denn? Mantarochen? Die Atomflunder? Die Drecksackblase? Nein, noch schlimmer! Dein Erzfeind, Killergarnele! Killergarnele! Habt ihr gerufen? Och, ich dachte, hier stünden Superhelden vor mir. Aber die sind offenbar nur ein paar knorrige Stücke Treibholz. Ah, Killergarnele! Ich werde dir niemals vergeben, du Irre! Was hat er getan? Das Schlimmste überhaupt. Er hat mir Jungfrau Manns weiße Klamotten in die Waschmaschine gesteckt mit einer roten Socke. Alles, was ich hatte, war danach rosa! Rosa! Wie schrecklich! Ich fand aber, dass Rosa dir sehr gut stand. Wirklich? Sicher. Wie Albert. Wie gilt? Was ist das für ein gelbes Ding?
Eine Art Schimmel? Ich bin kein Schimmel, ich bin ein Schwamm. Der Unterschied liegt im Zellaufbau. Ja, im Zellaufbau! Ja, ja, danke für die Lektion, Dr. Wissenschaftler. Wir sehen uns später, Rosi. Bei den sieben Weltmeeren! Du! Ich werde erst ruhen, wenn du in Gefangenschaft bist. Aber zuerst verwandle ich mich aus meiner Geheimidentität in den Meerjungfrau-Mann. Du hast doch gar keine Geheimidentität, du alter Sack. Vielleicht übernimmst du Killergarnele und ich das hier. Ich werde dich rächen, Meerjungfrau-Mann. Ja, aber bitte nicht jetzt. Kann ich hier speichern? Ja, kann ich. Ja. Okay, dann beenden wir die Folge mal hier im Startbildschirm. Dann sitzen wir hier in der nächsten Folge vor Ort mit einem Bosskampf. Ja, bis dahin recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. So, SpongeBob, ciao, ciao.